Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe vor einiger Zeit bei Cosmetic for Less bestellt und da habe ich die Sof X Palette mir gekauft. Und dazu möchte ich heute eine First Impression Review, was auch immer, drehen. Und als erstes mal diesen Karton. Ich finde den so, so schön. Ich finde es richtig schade, dass die Palette nicht auch so aussieht. Und wenn man die Palette aus der Packung rausholt, dann sieht sie so aus. Die rosé-goldene Schrift ist geblieben. Aber hier ist so eine Plastikverpackung in so einem ganz, ganz zarten Gelb mit einem leichten Pfirsicheinschlag. Keine Ahnung, wie man die Farbe bezeichnen soll. Wenn man die Palette öffnet, hat man einen riesengroßen Spiegel, was ich sehr, sehr gut finde. Und wunderschöne Farben. Matt und schimmernde ist alles mit dabei. Hier war eigentlich so ein Zettel drüber mit den Namen der Farben, glaube ich, aber den habe ich weggeschmissen, weil es ist zwar ganz cool, aber es nervt, diesen Zettel immer rein, raus, also immer, wenn man diese Palette benutzen möchte. Zumindest nervt mich das immer, nervt euch das auch so? Als Basiston werde ich diesen Ton hier verwenden. Dann werde ich diesen Ton verwenden, um meine Lidfalte etwas zu vertiefen. Als nächstes werde ich in diesen pink aussehenden Ton gehen und ihn im hinteren Drittel verblenden. Also die Farben lassen sich bislang sehr gut verblenden. Man muss sie stellenweise etwas aufbauen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Besser als wenn das Pigment auf einmal sofort da ist und man dann Schwierigkeiten hat, es zu verblenden. Auf dem beweglichen Lid werde ich diesen rosa Schimmerton verteilen und das werde ich mit den Fingern machen. Okay, also mehr als ein bisschen Schimmer kommt da jetzt nicht runter, dann werde ich es doch mal mit einem angefeuchteten Pinsel versuchen. Mit einem angefeuchteten Pinsel klappt es definitiv etwas besser. Zwar immer noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also dieser rosa Schimmerton ist der erste Ton, der mich etwas enttäuscht. Und das ist der Ton, den finde ich mit am schönsten. Ich finde, dieser pinke Glitzer-Schimmerton ist auch relativ stark gepresst. Man bekommt kaum etwas auf dem Pinsel bzw. Finger, außer so ein paar Glitzerpigmente. Ich möchte das Ganze jetzt außen noch etwas verdunkeln mit diesem rot-braunen, was auch immer, Ton. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich dieses Rotbraun auch nochmal. Dann nehme ich nochmal diesen matten rosanen Ton. Da mir das Ganze mit dem rosanen Schimmerton nicht so gut gefällt, werde ich jetzt nochmal mit diesem Orange drüber gehen. Und als Inner Corner Highlight werde ich diesen hellen Schimmerton neben dem rosanen Schimmerton verwenden. Dann nehme ich jetzt die Princess Lash Mascara von Essence. Dann habe ich mir nicht nur die Lidschattenpalette geholt, sondern auch die Highlighterpalette. Sieh aus. Ich die sehe. Ich möchte am liebsten ein Bild damit malen. Mit diesen Schimmerfarben, die sind so schön. Da werden wir jetzt auch mal einen Highlighter ausprobieren. Ich glaube, ich werde den allerhellsten Highlighter verwenden. Also der gibt einen super schönen Schimmer ab und für sehr helle Haut super geeignet, der helle Highlighter. Und ich möchte jetzt den rosafarbenen Highlighter nochmal ausprobieren und damit mein Augen-Make-up etwas verändern. Dadurch bekommt es echt einen richtig schönen Schimmer. So hätte der rosa Schimmerton mal sein sollen. Das wäre dann der fertige Look mit dieser Palette. Also als Fazit, mir gefällt diese Palette relativ gut. Der Ton, der mich jetzt wirklich enttäuscht hat, war der rosa Schimmerton, weil man bekommt kaum Pigment irgendwo hin. Man hat nur so einzelne Glitzer, Partikel, Flecken, keine Ahnung. Das finde ich ziemlich schade, dass der rosane Schimmerton nicht so sonderlich toll ist. Aber die anderen Töne, die ich verwendet habe, waren relativ gut. Manche davon musste man aufbauen. Das Gute an der Palette ist auch, dass man sehr, sehr viele Farben zur Auswahl hat. Und zur Highlighter-Palette. Ich finde den weißen Highlighter super für meine helle Haut. Der ist einfach nur wunderschön. Ich finde die Palette schon allein vom Anschauen wunderschön. Und der rosane Highlighter ist auch wunderschön. Er schimmert total toll. Also, wenn ich Sterne vergeben müsste von 1 bis 10, leider ist der rosa Schimmerton hier nichts. Deswegen kriegt sie nur 9 Sterne. Und die finde ich so wunderschön. Und der Highlighter funktioniert super gut. Der helle. Der rosa ist auch total schön. Die bekommt eine 10 von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.